Hi, wir sind heute am Feldberg, wo am Wochenende der Skicross-Weltcup Halt macht. Wie viel Arbeit in der Piste steckt, wie viel Aufwand organisatorisch zu betreiben ist, haben uns die Verantwortlichen berichtet. Ja, hallo, ich bin Benedikt Wirpser. Ich bin der OK-Vizepräsident von den beiden Weltcup-Veranstaltungen. Ich bin seit Anfang an dabei. Das ist jetzt, dieses Jahr war unser vierter Snowboard-Cross-Weltcup. Das ist jetzt der zweite Skicross-Weltcup. Mein Name ist Jonas Eckert, ich bin der Generalsekretär vom Weltcup Feldberg, bin dieses Jahr zum ersten Mal dabei und ich bin quasi zuständig für die ganze Kommunikation zwischen FIS, DSV, die Offiziellen. Ja, wir hatten jetzt zwei Tage zum Umbauen, Montag, Dienstag, es ging eigentlich direkt schon am Sonntagnachmittag, Abend los. Eine Steilwandkurve wurde umgebaut in eine Negativkurve und dann wurde noch an den Rollern etwas umgebaut, an der Traverse ein, zwei kleine Sprünge. Ansonsten steht die Strecke so weit wie bei den Snowboardern und es hat alles reibungslos funktioniert. Also nachdem wir die Trainingsläufe haben, steht dann am Freitag der erste richtig offizielle Termin an mit der Qualifikation. Da geht es dann einfach darum, dass die Athleten quasi die Heats für die Finalläufe am Samstag, Sonntag ermitteln. Für das große Highlight vom Wochenende bei Topwetter, so wie es momentan aussieht, und interessanten, hoffentlich interessanten Heats und nachher vielleicht dem ein oder anderen deutschen Gewinner oder zumindest Athleten auf dem Podest. Da es ein Weltcup ist, sind wir international aufgestellt, von Neuseeland, Australien, wirklich aus allen Ecken. Es sind zwischen 15 und 20 Nationen, die wir haben. Athleten sind so zwischen 60 und 70 Männern und 30 bis 40 Damen. Also was die Anreise betrifft, empfehlen wir natürlich, dass man früh genug dran ist, vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, weil wir schönes Wetter erwarten. Wir haben natürlich hier oben das Parkhaus, aber das ist von der Kapazität natürlich auch irgendwann mal begrenzt. Was die Tickets angeht, haben wir direkt vor Ort nochmal eine Kasse. Für 13 Euro kommt man rein in den Zielbereich auf die Tribüne. Da wird natürlich von Fan-TV und Video-Wall etc. am meisten geboten sein. Ansonsten bietet es sich natürlich an, wenn man so wie sie hier oben ist, mit dem Ski, zum Skifahren mit dem Skipass reinzukommen. Da ist der Eintritt dann umsonst. Also der Zielbereich, der öffnet um 9.30 Uhr, sowohl Samstag als auch Sonntag. Und ernst mit den Finalläufen wird es dann spätestens ab 11.30 Uhr, wenn dann die ersten Heats runtergehen. Und das Ganze dauert dann gute 1,5 Stunden bis 13 Uhr und dann findet direkt im Anschluss die Siegerehrung im Zielbereich statt. Ja, insgesamt haben wir 300 ehrenamtliche Helfer hier am Start. Das freut uns natürlich sehr über jeden Einzelnen. Ja, man braucht einfach so ein großes Team, um so ein Event zu bewältigen. Ja, wir haben rund 40.000 Kubikmeter Schnee hier zu bewegen für den Kurs. Extra künstlich beschneien tun wir nicht. Ich sage mal, wir tun zusätzlich beschneien, auch allgemein, um unsere Pisten für den normalen Tourismus zu festigen. Dann werden auch gerade spezielle Windfangzäune gesetzt oder mit dem Pistenbully solche Scharen, sage ich mal, in Schnee gefahren, dass der Wind uns die Schneeansammlungen bringt und dann anhäuft, die wir dann wieder verteilen können für den Kurs, für die allgemeine Strecke. Also ich muss sonst schon sagen, es fällt schwer, ab und zu auch einfach mal abzuschalten beziehungsweise auch mal eine Pause einzulegen, weil es einfach viel ist. Aber wir haben dann schon auch mal ganz kurz vielleicht zwischendurch mal einen Leerlauf, wo man dann auch wirklich das Wetter genießen kann, mal hoch an den Start gehen, sich die Strecke wirklich auch vor Ort mal anschauen kann. Und da bleibt schon auch zwischendurch mal Zeit, um es zu genießen. Und spätestens, wenn dann die ersten Heats runtergehen, kann man sowieso nichts mehr ändern. Dann läuft der Wettkampf und dann läuft's und dann fällt auch die Anspannung ein bisschen ab. Und das sind dann eigentlich die coolsten Momente. Von den Snowboardern hieß es schon, dass wir bei denen das Kitzbühel sind, was eigentlich im alpinen Skirennsport das legendäre Rennen oder die legendäre Veranstaltung ist. Und das ist natürlich ein riesen Lob für uns, das uns extrem freut. Und da wollen wir weiter dran arbeiten und uns immer weiter stetig verbessern.